Die meisten Nord wissen das Geschenk der Magie oder meine Arbeit nicht wirklich zu schätzen. Und mich auch nicht. Ich wäre lieber ein Holz. Durstig? Braut euch selber! Hey, schön euch wiederzusehen, mein Freund. Ich habe euch am Ufer aufgelesen und euch ins Dorf gebracht. Ihr wart zu dieser Zeit ohnmächtig. Mator hat sich seitdem um euch gekümmert. Also, was ist euch widerfahren? Schiffbruch? Ich habe den ganzen Tag lang Starkbier getrunken. Wenn ihr behauptet, ihr wärt Akatosh und gekommen, um meine Wünsche zu erfüllen, würde ich euch vielleicht sogar glauben. Wir haben eine Karawelle auf dem Meer. Falls sie zurückkehrt, könnt ihr mit ihr zum Festland zurückfahren. Vor ein paar Stunden hat die Garnison ein Schiff gesehen, das in östliche Richtung unterwegs war. Hauptmann Rana, die junge Dunkelelfin, hat die meisten Truppen auf die Karawelle beordert, um mal nachzusehen. Das Schiff ist ein behäbiges Handelsschiff, kein Kriegsschiff. Wahrscheinlich wurden sie allesamt längst vom Ozean verschlungen. Also haben wir hier eine herrenlose Stellung. Ich sage euch, das führt zu nichts Gutem. Ich habe euch am Ufer aufgelesen und euch ins Dorf gebracht. Was für ein Pech, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Wenigstens wurdet ihr an Land gespült, bevor ihr im Meer erfroren seid. Ich bin der Müller. Die große Windmühle dort drüben? Meine. Nicht, dass ich viel zu tun hätte. Hier wächst nicht viel. Ungefähr einmal im Monat beladen wir unsere Karawelle mit Fisch. Vor ein paar Stunden hat die Garnison ein Schiff gesehen, das in östliche Richtung unterwegs war. Wir müssen evakuieren. Rana hat keine Ahnung, was sie tut. Habe ich je eure Leben derart aufs Spiel gesetzt? Was? Meine Tochter, merkt euch meine Worte, sie wird es nie zu etwas bringen. Sie verbringt den ganzen Tag beim Schmied. Sie hat vor, auf das Festland zu ziehen und ihr Leben in einer Schmiede zu verbringen. Dieser nette Fischer. Verzeiht, aber ich habe viel zu tun. Es geht nicht um die Schweine. Ich liebe diese Schweine. Sie sind wie schmuddelige Kinder. Ich meine, all die Zusätze. Das frage ich mich jeden. Hey, schön euch wieder. Ich habe euch am Ufer aufgelesen und euch ins Dorf gebracht. Ihr wirkt recht agil für eine seelenlose Leiche. Was? Woher soll ich das wissen? Folgt euren Herzen und lasst die Finger vom Skoma, würde ich vorschlagen. Im Ernst, ihr solltet eure Seele zurückholen. Ich wette, sie ist wichtig. Unsere Karawelle wird euch ans Fest... Vor ein paar Stunden hat... Das Schiff ist ein behäbiges Handelsschiff. Ich bin der Müller. Keine Ahnung, was sie tut. Habe ich je eure Leben derart aufs Spiel gesetzt? Seid gegrüßt. Hallo. Unser Held mit dem Kriegerherz. Oh, um kühnes Willen, hör einfach auf. Was? Ich bin ein guter Sänger. Sitzt das gerade? Ich dachte, du schlachtest eine Gans. Ja,
Der Gedanke schmerzt mich, diesen Ort zu verlassen. Aber vielleicht ist es Zeit, dass ich das tue. Natürlich. Nicht ganz. Runen können... Blüfen werden aus drei verschiedenen... Ihr seid auf den Beinen. Gut. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich weiß, dass unser Dorf bald angegriffen wird. Aber Hauptmann Rana hört nicht auf mich. Diese Närrin. Die Insel Ödfels. Ich führte jahrelang das Kommando, bis Hauptmann Rana übernahm. Jetzt sitzen wir hier und drehen Däumchen. Während sie... Ich habe einmal eine Spähtruppe des Altmeri-Dominions vertrieben. Und uns begegneten auch jede Menge Banditen und Räuber. Ich habe jede brenzlige Situation gemeistert. Aber Hauptmann... Das Signalfeuer auf dem Wachturm zu entzünden. Sobald wir ein Schiff sehen, sollen wir eigentlich ein Signal senden. Wir haben eins gesehen, aber Rana hält uns zurück. Sie möchte Beweise, dass es kein Handelsschiff ist. Daher hat sie unser einziges Boot zusammen mit den Truppen der Garnison zu dem Schiff gesandt. Diese Närrin. Ihr habt euch wohl den Kopf gestoßen. Vor 10 Jahren, als die Akaviri von Osten über das Meer kamen und bei uns einfielen, schlossen sich Nord, Dunkelelfen und Argonier gegen sie zusammen. Jetzt sind wir der Ebenherzpakt. Ha! Wir haben diese Schlangen zerschmettert und sie sind nicht zurückgekehrt. Heute haben wir ganz andere Probleme. Das Golchsturzbündnis und das Altmeri-Dominion. Ich habe einmal eine Spähtruppe des Altmeri-Dominions vertrieben. Ihr habt euch wohl den Kopf gestoßen. Vor 10 Jahren, als... Ich habe einmal eine Spähtruppe... Wir müssen evakuieren. Rana hat keine Ahnung, was sie tut. Habe ich je eure Leben derart aufs Spiel gesetzt? Zum Gruße. Hey, schön euch wiederzusehen, mein Freund. Ich habe euch am Ufer aufgelesen und euch ins Dorf gebracht. Euch hat Holzgar also aus dem Wasser gezogen. Gut, dass ihr bei Kräften seid. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ein Einwohner hat euch am Strand angeschwemmt gefunden. Er brachte euch zurück ins Dorf. Es ist ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Ich habe nur wenig zuverlässige Unterstützung und ich könnte fähige Hilfe gebrauchen. Jemanden wie euch. Ihr habt schon einmal gekämpft und ich brauche jetzt jede Hilfe, die ich bekommen kann. Viele Dorfbewohner sind über die ganze Insel verstreut. Wir müssen sie warnen. Wir haben ein Schiff vor der Küste gesehen. Ich habe meine Truppen losgeschickt, sich das näher anzusehen. Falls es sich um die Vorhut einer Invasion handelt, nun, dann müssen wir evakuieren. Die Bewohner von Ödfels sind über die ganze Insel verstreut. Dartsch, der Jäger, ging zum Himmelsschleier Hügelgrab. Ayman ist zusammen mit seiner Schwester Rolun da draußen bei Orkays Höhle. Zähne, mein Feldwebel, sollte sich bei Hotzins Torheit befinden. Es handelt sich um einen alten Drachenschrein, ein Relikt aus den Drachenkriegen. Einige Dorfbewohner behaupten, sie hätten da draußen Untote gesehen. Ich habe Dartsch losgeschickt, das zu überprüfen. Ich danke euch, mein Freund.
Wenn ihr Dartsch gefunden habt, sucht weiter. Je mehr Dorfbewohner ihr hierher zurückbringen könnt, desto besser für uns. Ich werde sagen, was ich weiß. Hauptmann Tirani hat dafür gesorgt, dass die Dorf... Ihr meint, warum ich in diesem Kaff stationiert bin? Ich habe eine voreilige Entscheidung getroffen. Eine schlechte. Soldaten starben. Ich habe meine Lektion gelernt. Jetzt handle ich nicht mehr ohne Beweise. Ich habe ihr die Position weggenommen. Ihr habt sie auf dem Dorfplatz bestimmt schon deswegen schimpfen gehört. Es ist albern, aber was soll ich tun? Jedes Mal, wenn ich auf sie zugehe, weist sie mich zurück. Ich bin keine Gelehrte, aber ich werde euch sagen, was ich weiß. Ein Nord befragt mich über die Nord. Schlau für einen Nord. Im Ernst? Euer Volk beeindruckt mich. Die meisten, die mir begegnet sind, waren kräftig und abenteuerlustig. Mit starken Armen und starken Herzen. Könnt ihr mit der Waffe umgehen, mein Freund? Ich brauche eure Hilfe. Es gibt hier einen Nekromanten, aber ich kann ihn nicht finden. Er muss in den Katakomben unter dem Schrein sein. Das ist die Ein... Etwas muss mit diesen Untoten Die Toten wandeln am Himmelsschleier. Aus dem Schrein strömt eine dunkle Kraft hervor, doch seine Tür ist verschlossen. In den Geschichten der Skalden hat jeder Drachenschrein einen Priester. Wenn wir mit dem Priester vom Himmelsschleier sprechen könnten, könnte er uns sagen, wie man hineinkommt. So, Shorville, ja. Ich habe einen Beutel Weihrauch als Opfergabe mitgebracht. Die Knochenmänner haben mich erwischt, bevor ich das Ritual durchführen konnte. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück an dem Schrein, als ich es hatte. Gebt auf euch Acht. Dieses Hügelgrab existiert schon seit Ewigkeiten. Man sagt, ein paar Leute...